Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute wollen wir mal gemeinsam über das Thema, was sagt eigentlich eine korrigierte Klausur über mich aus, sprechen. Das ist sicherlich ein Thema, was viele gerade brennend interessiert, denn einige sind mittlerweile schon so ein Stück weit in den sogenannten Panikmodus gefallen. Denn viele schreiben jetzt schon sechsstündige Klausuren, die schicken die ein, man kriegt Noten wieder, man korrigiert teilweise auch selber und muss dann leider immer wieder feststellen, dass dieses Gap zur einer 4,5 bzw. generell zum Bestehen noch ziemlich groß erscheint und man ja immer wieder vor Augen geführt bekommt, was man nicht kann. Und mit dieser Situation tun sich eben in der aktuellen Phase ungefähr ein halbes Jahr, knapp ein halbes Jahr vor der Prüfung, viele extrem schwer, weil der Weg noch so weit ist, so lang ist und vor allem so steinig sein wird. Und da muss man das Ganze so angehen, dass man so einen kleinen Perspektivwechsel schafft, hinbekommt, um sozusagen da nicht drin verloren zu gehen in dieser Denkweise. Das heißt, wir schauen uns das Ganze einmal an, was ich hier vorbereitet habe. Was bedeutet erstmal generell, wenn wir eine Klausur wiederbekommen? Das Ergebnis der Klausur ist erstmal nur eine Note. Das heißt, irgendein Ergebnis, was der Korrektor draufschreibt, wie man jetzt diese Klausur sozusagen geschrieben hat mit dem entsprechenden Ergebnis. Ob da jetzt 4,5 draufsteht, 5,5, 3,5 spielt an der Stelle keine Rolle. Welche Fragen sollten wir uns da erstmal stellen? Und zwar, was sagt diese Note mir konkret? Und die zweite Frage ist, wie bewerte ich das Ganze dann? Das heißt, wie bewerte ich das Ergebnis? Wie bewerte ich die Note? Und da beginnt es bereits bei den meisten zu dieser Abwärtsspirale zu führen, weil man jetzt eben so stark in die Bewertung reingeht. Man möchte mehr oder weniger schon so ein bisschen die Sicherheit eigentlich haben. Hey, ich habe schon viel getan, vielleicht mich schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorbereitet bis zu diesem Zeitpunkt und trotzdem bin ich noch so weit weg vom Bestehen. Gar nicht jetzt unbedingt nur notenbezogen, sondern auch von der Herangehensweise und die ganzen Probleme, die da eben aufkommen. Und dadurch, dass dieses Gap zum Bestehen noch sehr, sehr groß ist und man sich dessen mehr oder weniger auch bewusst wird langsam, wenn man die Klausuren schreibt, gerät man eben in diesen Abwärtsstrudel rein, weil man diese Bewertung vornimmt. Und darin liegt auch der Fehler, wenn wir gleich zur Lösung kommen, dann wird das hoffentlich deutlich. Was sind denn eigentlich die Ursachen und Faktoren, die jetzt zu diesem Ergebnis konkret geführt haben von der einzelnen Klausur? Das sind beispielsweise hier als beispielhafte Aufzählung die Tageszeit, wann habe ich diese Klausur geschrieben, die Tagesform, war ich gut drauf, habe ich mich vielleicht nicht gut gefühlt, habe ich wenig Schlaf gehabt, war ich vielleicht sonst wo am Tag davor, dass ich irgendwie kaputt gewesen bin. All das sind Faktoren, die eben eine Rolle spielen, ob ich am nächsten Tag performen kann. Dann die allgemeine Stimmungslage, wie motiviert bin ich gerade auch die Klausuren zu schreiben, wie viel Stress habe ich auf der Arbeit, auch ein ganz wichtiger Faktor. Dann der mit ausschlaggebende Faktor ist natürlich die Schwierigkeit der Klausur. Wenn man jetzt in diesen Klausurenkursen drin ist und gerade zu Beginn vielleicht schon mal so ein Thema vorgesetzt bekommt, so ein richtiger Brocken, der dann teilweise je nach Anbieter auch exzessiv dann in die Tiefe oder in der Tiefe behandelt wird, dann kann einen das natürlich auch schocken oder vor größere Schwierigkeiten stellen beim Klausurenschreiben, wo man denkt, ich kann ja gar nichts lösen. Das muss man eben auch didaktisch einordnen an der Stelle. Dann der vielleicht sogar entscheidendste Punkt ist nämlich der hier, wie gut waren Klausurenthemen bereits aufbereitet. Das heißt, wenn du jetzt eine Klausur schreibst in Ertragssteuerbilanz zum Thema Grundstücke und Gebäude im Ertragssteuerrecht und du dich davor vielleicht explizit damit schon beschäftigt hast, dann fällt das Ergebnis hoffentlich zumindest tendenziell deutlich positiver auf und du kannst sozusagen viel beantworten, viel bearbeiten in der Klausur. Hast du das spezifische Thema noch gar nicht behandelt, dann ist doch die ganz logische Konsequenz und Folge daraus, dass du die Klausur nicht solide bestehen kannst beziehungsweise vor allem nicht mal solide bearbeiten kannst. Woher soll das Wissen an der Stelle kommen? Das heißt, das muss man immer auch individuell einordnen natürlich. Dann die allgemeine Vorbereitung des Wochenplanes, wann schreibe ich die Klausur, wie ist sozusagen mein Energieniveau noch, wie viel musste ich arbeiten, welche Zeiten habe ich bereits verbraucht fürs Lernen. All das sozusagen auch von der Gesamtkonstitution spielt eben maßgeblich mit da rein, wie mein konkreter Erfolg in Anführungszeichen hier oben ausgefallen ist.
und dann natürlich auch das Zeitversetzte, weil die Klausur immer 2, 3 Wochen später zurückkommt in der Regel, aber auch die eigene Korrektur kann natürlich zu diesen Emotionen führen. Dann auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den viele unterschätzen, ist der jeweilige Korrektor, der deine Klausur vom Lehrgangswerk jetzt begutachtet. Das heißt, da gibt es einmal natürlich auch erhebliche Qualitätsunterschiede. Man muss sich bewusst sein, dass das sozusagen nur eine Meinung ist, die der Korrektor dort abgibt. Da gibt es beispielsweise sehr, sehr gute, qualitativ hochwertige Korrektoren, die extrem gutes Feedback geben. Aber so wie immer im Leben gibt es natürlich auch mittelmäßige bis weniger gute Korrektoren, die dir beispielsweise viel, viel weniger Punkte geben, weil du nicht im entsprechenden Lösungsaufbau gearbeitet hast und die das dann sozusagen rein nach dem Schemata abarbeiten und du dann keine Punkte beispielsweise bekommst, weil du die Reihenfolge vertauscht hast. All das kommt immer wieder vor und kann das Ergebnis total verfälschen. Das heißt, all das sind Faktoren, die dann sozusagen diese Note maßgeblich beeinflussen. Wenn wir jetzt einhergehen und alles von diesen Noten und vom eigenen Gefühl abhängig machen, dann ist diese Bewertung einfach sehr, sehr subjektiv und von Faktoren abhängig, die man gar nicht unbedingt steuern kann, zumindest auf jede einzelne Klausur bezogen. Sodass man da, wie ich angekündigt habe, einfach einen Perspektivwechsel vornehmen sollte. Kommen wir zur Lösung. Wie ich gerade schon sagte, Perspektivwechsel. Denn wir sollten uns eine sehr, sehr sinnvolle Frage stellen, wie ich finde. Und zwar, was ist denn eigentlich das Ziel der einzelnen Klausur, die ich schreibe? Was möchte ich konkret mit dieser Klausur bezwecken? Möchte ich, wie viele vielleicht meinen, Sicherheit gewinnen in der Hinsicht, dass ich schon das Niveau habe, was ich eigentlich im Oktober erst brauche? Oder sind das vielleicht ganz andere Ziele, beziehungsweise vielleicht sollten das auch andere Ziele sein? Ganz wichtiger Punkt. Ich habe hier 3 Themen aufgeschrieben, nämlich es geht doch vielmehr darum, dass wir zum einen beim Klausurenschreiben feststellen, hey, ich habe hier eine massive inhaltliche Lücke, ob die jetzt groß oder klein ausfällt. Das Feedback der Klausur beziehungsweise deiner eigenen Korrektur sollte doch vielmehr sein, aufzudecken, was kann ich noch nicht, was konnte ich schon und wie kann ich jetzt daran arbeiten, diese Lücken nachhaltig zu schließen. Der 2. Punkt, natürlich wollen wir auch unsere Klausurtechnik insbesondere verbessern, indem wir uns mit diesen Art von Sachverhalten überhaupt beschäftigen in der Klausurkonstellation, aber auch die Taktik, das heißt die Herangehensweise, wie löst man eigentlich steuerliche Sachverhalte, all das sind doch Aspekte, die ich durch das Klausurenschreiben verbessern möchte. Ich trainiere doch gerade. Das Training ist nicht dafür da, Höchstleistungen schon abzuliefern, sondern sich auf die Höchstleistung im Oktober vorzubereiten. Ist ein feiner, aber ganz, ganz massiver Unterschied, was die Auswirkungen und was die Perspektive auf die Dinge anbelangt. Und der 3. Punkt, natürlich wollen wir auch Routine gewinnen. Das heißt, man muss sich daran gewöhnen, 6-stündige Klausuren zu schreiben, steuerliche Sachverhalte zu lösen und generell diese Art von Aufgabenstellung auch wirklich dauerhaft bearbeiten zu können und auch mit der richtigen Art und Weise, wie die Lösung es eben erfordert. Und das ist doch das eigentliche Ziel, wenn man das jetzt mal auf die 3 Punkte runterbricht, was wir mit den Klausuren erreichen wollen. Das heißt, meine Empfehlung an dich, ändere die Perspektive, nimm also sozusagen einen anderen Standpunkt ein, um diese Klausuren sozusagen auch zu schreiben in der Vorbereitung, schau von der anderen Seite drauf, nutz die Klausuren wirklich als Hilfsmittel, um im Oktober Höchstleistungen zu erbringen. Mach dich nicht verrückt im Sinne von, ich kann noch ganz viel nicht. Bewerte das positiv und sag, hey, ich habe wieder aufgedeckt, das und das und das sind die Themen. Die werde ich jetzt akribisch und vor allem mit einem System nacharbeiten, dass ich nachhaltig darauf zurückgreifen kann. Und nicht einfach nur Klausuren, 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 sondern das Ganze eben in einen Kontext zu setzen, wie uns das Ganze dann im Oktober, darum geht es nur und nicht um den Mai, auch nicht um den Juni, sondern um den Oktober, da das Ganze erfolgreich gestalten kann. Schreib uns gerne deine Meinung in die Kommentare, wie läuft es aktuell mit deinen Klausuren, mit deinem Klausurenkurs. Wenn du Hilfe benötigst, wie immer, kannst du dich natürlich auch bei uns melden. Dann schauen wir, wie wir dir weiterhelfen können. Und ansonsten bedanke ich mich auch wieder, dass du mit dabei gewesen bist bis zum Ende. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marlo.